Willkommen zurück zu State of Decay. Das Lagerhaus ist clear. Hier gibt es aber sicherlich noch anderes Zeug, was ich durchchecken kann. Wo wahrscheinlich auch Zombies drin sind. Da ist auch noch eine Kiste, die wir durchsuchen können. Vielleicht kommen wir ja ein bisschen Hilfe anfordern hier. Obwohl, ich glaube, es ist ein bisschen zu weit weg. Benzinressource nochmal. Bam! Geht es nicht? Ah, man darf kein E drücken dann. Ich drücke mal E dann dazu. Ist dann natürlich klar, warum nichts erforscht wird, ne? Complete Garden, okay. Geil. Unser Garten ist fertig gebaut. Da hinten. 4 tägliche Essensrationen, sehr schön. Oder irgendwas erforscht über den Garten, wie auch immer. Ed ist deprimiert. Och, Eddie. Da ist aber immer noch was zum Erforschen. Mein Gott, wo gibt es denn noch Ressourcen? Irgendwo sicherlich. Da hinten ist doch, glaube ich, noch ein Haus. Da, da ist noch eins. Da wird dann der Rest drin sein. Schönes Lager. Oh, nee, oder? Keine Ausdauer mehr. Nein. Euch werde ich jetzt nicht mit so einem scheiß anderen Zombies anlocken. Ja, die ist natürlich auch ziemlich angefrackt. Naja, da muss ich das Lagerhaus safen noch. Hier hinten. Oh mein Gott. Ah, hier hinten. Eventuell. Nein, auch nichts. Aber irgendwo ist ja wahrscheinlich noch was. Aber ich glaube, ich sollte hier rausgehen. Das ist mir zu risky. Stufe 2 im Fitness. Okay, was können wir da so Schönes dafür? Nee, da. Max Ausdauer plus 5. Oder 5, wie auch immer. Schöner Wachturm. Ich bin zwar fast tot, aber whatever. Irgendwas fehlt dir dann auch noch. Wir bewegen uns erstmal wieder in die Richtung nach Hause. Denn wir müssen das Benzinzeugs abgeben. Juhu! Und es wird langsam Nacht. Kacke! Kacke, kacke. So, wo ist unser Zuhause? Direkt geradeaus. I'm almost home. Na, dann mach mal auf. Leben habe ich zwar auch nicht mehr so sonderlich viel. Aber das wird schon. Überleben täglicher Einfluss durch Rum begrenzt. Okay. Ah, da oben ist etwa. Auf dem Wachturm. Dann nehme ich den doch gleich mal mit. Irgendjemand wollte doch hier tauschen, ne? How's it going? Jacob Ritter? Na, dann können wir mit dem mal eine Weile spielen. There you go. Don't say I never gave you anything. Sweet. Everything's coming up, Millhouse. So. I don't know. There's just something satisfying about oh, noch ein Gewehr. 57. Ah. Whatever. Wir haben genug Einfluss, also wir können ziemlich Gutes machen. Quentin Barris, aktuelle Bauerweiterungsaktionen werden abgeschlossen. Ach so, können wir direkt alles fertig bauen. Da wir aber nichts derzeit zum Bauen haben, verfügbare Aktionen. 50 Baumaterialien, oh Gott. Stimmt. Da könnten wir uns jetzt theoretisch die Baumaterialien krallen. Da unten sind welche. Bedarf zu Hause, Materialien. What's up? Okay, nehmen wir den mal mit. Was hat denn der so Schönes im Inventar? Ach du Süß. Ach du Scheiße, hat er gar keinen Rucksack mehr nicht. Der hat einen Revolver mit 0 Munition. Und einen Schlagstock der Polizei. Naja, 10 Munition wird uns jetzt nicht wirklich weiterbringen. Gewehr.
Flintenpatron und hier sind 762er Millimeter. Da haben wir noch einige von. Der Revolver war viel zu laut. Können wir nicht nehmen. 762er, da. Oh, willst du mich verarschen? Du hast das Falsche gekauft. Ich kann zum Glück 1 zu 1 wieder verkaufen. So, will jemand eine Mission? Was? Mehr Nahrung? Alter, also, hier haben wir 40 da. What the fuck? Feel like getting a little mercantile? I can carry this stuff and handle the negotiating. But some extra muscle never hurt. Okay, wir haben noch so viel Nahrung, wir haben noch so viel Zeug. Täglich minus 5, wir haben 40 von 40. Okay, die Munition ist natürlich knapp. Lass mal den Außenposten mal nach was anderem ausrufen. Nach Munition. Das sollte ja nicht verschwinden, hoffentlich. Na, wunderbar. Frage ist nur, was tue ich jetzt? Soll ich jetzt wirklich die Materialien da holen? Okay. Schlagstock komme ich auch noch bei. Oh, eine Zombie-Horde, ist nicht super toll. Confirmed. We are Zed free here. Okay. Neuen Unterdeck, Lager sauber. Ich will diese ganze beschissene Map auseinandernehmen. Bingo. Wunderbar. Okay, I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Nichts mehr da im Lager, wunderbar. Und auf geht's zurück. Materialien gefunden. Nein! Wo fährst du lang, du doofes Auto? Oh, links ist da, rechts ist da was Schönes. Und ach, war die Polizeistation, glaube ich. Nee, da will ich dann doch nicht hin. Okay, I'm free and clear. See you soon. Wie viel Bidi haben müssen, dass sie die ganze Zeit was aufmachen können. Moralproblem, Traurigkeit. Okay, da oben der Ed will da irgendwo hin, wahrscheinlich. There you go. Don't say I never gave you anything. Beil. Weiß ich nicht, was besser ist. Ein Hieb und eine Schlagwaffe. Okay. Dann gehen wir mal zu dem schönen Ed. Oder zu dem traurigen Ed. Oder was auch immer er ist. Ja doch, er ist traurig. Steht er da links. Hi. Gehen wir ein Stück. Come on. Quit moping around. I need your help. Happy to help. Geh voran. Na, wo suchen wir denn so ein schönes Plätzchen aus? Aktuelles Ziel und da können wir uns gleich die Materialien nehmen. Wenn wir denn schon dabei sind. Eine schöne Nacht, das macht Spaß. Things look kind of bleak, huh? Been better. Yeah. Seems like Zombie Horde. Nicht gut. Look, could we just not do this right now? Nicht mit dem Auto. Lass mal die mal vorbeilaufen. Na, kommt ihr durch oder? Ja, die kommen durch. Ich will nicht unbedingt noch mehr Zombies anlocken. Hat er schnell den Kopf verloren? Noch nicht ganz. Boah, Zombies sind so lahm, ohne Scheiß. Da quält sich gleich noch einer durchs Gebüsch durch, oder? Er hat uns nicht mal gesehen, wunderbar. Was gibt's denn Besseres? Oh, okay. Scheiße. Now we're gonna kick some zombie ass the old fashioned way. Noch nicht. Erstmal warten wir, bis die Zombies da hinten weg sind. Da sind nämlich einige. Kacke. Vielleicht können wir hier unser Außengebiet hinbauen, oder? Einen Außenposten hier hin? Warum nicht? Und du schießt jetzt nicht mit Zombies, Alter. Du schießt jetzt nicht mit Waffen, meine ich. Ich bin auch schon wieder fast tot, what the fuck. Ja,
Warum ich? Ich war das gar nicht. Gebiet clear oder gibt's ja immer noch was? Schauen wir uns das doch mal an. This has gotta be making you feel better, right? I don't know. Maybe. I don't know. Well, go ahead, lead the way. Ready to go? Cause I am. Wir werden hier schön einen Außenposten bauen, das kannst du wissen. Das sieht super aus hier. Oh, Lebensmittelressource haben wir noch genug. Brauchen wir erstmal nicht. Also haben wir jetzt hier immer Lebensmittelressource, falls wir bräuchten. Ja, ich weiß gar nicht, ob die den Außenposten auch instant bauen, so wie diese Heimatbasis. Wenn ja, wäre das natürlich schön. Wenn nicht, wäre das natürlich doof. Medikamentenressource, wie viel haben wir an Medis zu Hause? 45, haben wir auch Maximum. So, was haben wir hier noch Schickes drin? Hier ist gar nichts drin. Und hier war, na, da vorne ist noch was, da ist auch noch was. Alter. Ist ja ein richtig gutes Häusel hier. Die rauchende Karre da draußen. Oh, die Zombie-Horde kommt direkt auf uns zu wieder. Oder eine andere Zombie-Horde. Revolver. This is good, right? I mean, it doesn't suck. I mean, it doesn't suck. Böse Zombie-Horde. Base. Wo ist eigentlich unser Auto? Ach, da vorne. Ist das da vorne, ja? Nichts gefunden, okay. Alt. Außenposten einrichten. Maybe later. Ach so. Da ist wohl noch was. Nee. Oder doch hier hinten? Ne, der Raum daneben. Ach so, das stimmt. Da hatte ich ja gar nicht reingeguckt, weil hier nicht mehr nichts mehr war. Area secure. No Zeds here. Not now. What? Ist das irgendwo noch immer noch ein, was zum Durchstöbern? I don't know wo. Da. Hat sich das Ding echt in der Ecke versteckt. Wahnsinn. Immer wieder neue Dinge, die man entdecken kann. Kavalleriesäbel. Where the hell am I gonna carry this? Ja, dann würde ich sagen, Außenposten einrichten. Maybe later. Immer noch nicht, Alter, willst du mich verarschen? Ah, das größte von allen. Es sind 6 Dinger gewesen. 6 gottverdammte Dinger. Ja, die Zombie-Horde ist mittlerweile schon, keine Ahnung, in Australien. Kurzes Wacker-Taschi. Popeliges Schwert aus einer spätabendlichen Werbesendung. Okay. This is a good location. Are you sure? That's a big decision. Let's do this. Packen wir es an. Fallen bereit. Ach du Scheiße. Listen, I understand where you're coming from. You know, we've all lost a lot. 2 Zombie Horden. Good. I know things are looking pretty bleak right now, but just try to remember that everybody is here for you. I think that last one was just asking for directions. Wunderbar, 2 Zombie Horden getötet. Wir sollen Fallen aufstellen. Ja, wie tun wir das denn? Fallen bereit. Ah. Munition. Nehmen. Kurz nochmal nachladen. 5 Munition. Passt hier nur rein. Außenposten 1. Fallen bereit. Ach so. Okay. Hier haben wir jetzt also einen Spind, wo wir uns Zeug bunkern könnten. Ne, wir nehmen lieber unseren sportlichen Wagen. Kehre nach Hause zurück. Ja, da haben wir jetzt einen Außenposten da unten.
Ich hätte zwar gedacht, da kann man auch sowas, die Scharfschützen aufbauen, aber wenn da nur Fallen sind. Die Fallen muss man, glaube ich, alle 24 Stunden erneuern. Irgendwie so habe ich das gesehen, aber die sind, sollen billig sein. Sollen billig sein. Thanks for the prep talk. Moralproblem, Traurigkeit sollte gelöst sein. Melancholie. Krise abgewendet. Speichern. Wunderbar. Das ist eigentlich genau das gleiche wie bei dem anderen. Der will noch tauschen. Aber hier draußen ist auch noch was. Barrikade. Ja, Munition braucht man wieder. Irgendwo sollte ja dann Munition sein, wa? Stimmt, ich hätte hier unten, wollte ich nachgucken dann auf dem Rückweg. Whatever. Die sind wohl weg. Da. Juhu. Naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und sehen uns im nächsten Part wieder von State of Decay. Bis dann, bye bye.